Herr Sampelt, grüße Hallo. Sie. Hallo. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Mein Kollege Klaas Böhmiger hat sich ja im letzten Jahr schon auf dieses Gerät gewagt. Ja. Was hat sich denn getan? Ja, war damals einer der Ersten. Ja, es hat sich in der Tat sehr viel getan an allen unseren Fronten. Mhm. Also wir haben in der Höhle der Löwen Investoren gefunden. Okay. Schön. Wir haben unser Gewicht reduzieren können von 40 auf 20 Kilo. Das sind jetzt 20 Kilo? Das sind jetzt 20 Kilo, okay. Ja, wir haben echt abgespeckt. Sieht auch irgendwie spaciger aus jetzt. Ja, es sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Es ist noch nicht ganz das, jedenfalls auf dem Prototypen weiterhin, auf dem aktuellen Prototypen. Der Mockup, das Mockup da drüben, zeigt, wie es aussieht. Der Mockup ist der Weiße? Das ist der Weiße, der zeigt, wie es aussehen soll, wo wir hingehen. Aha. Und mit dem Mockup wollen wir im Sommer auf den Markt kommen. Wo soll es denn hingehen? Ja, auf den Massenmarkt, auf den Weltmarkt. Okay. Auf den Weltmarkt. Wen soll es eigentlich ansprechen? Ist es jetzt was für Kinder? Ist es was für mich? Ja, es ist eher was was für uns. Okay. Also so von 12 bis 35, schätze mal, aber das ideale Alter wird 35 sein. Okay. Ah, ja. Muss ich drauf? Ja. Okay. Also am besten kann man sehen, was sich jetzt weiterentwickelt hat, indem man es fährt. Okay. So. Also Fuß 1. Ich assistiere jetzt zunächst mal. Fuß 1 drauf. Assistieren heißt die Hand halten. Ja, Händchen halten, ja. Genau, hat er erkannt. Oh. Ah, gut, dann Gewicht hier rüber. Und dann in die rüber. Ja. Oh. Ja, das war so starke. Also er trägt, man kann ihn vertrauen und einfach massiv draufstellen. Nee. Wir bleiben an der Hand. So. Ja, bitte jetzt alle weg. Jetzt mal von der Steuerung. Vorne runterdrücken, fährt er vorwärts. Ja, okay. Oh. Ganz langsam. Oh. Und jetzt probieren wir einfach mal nur auf der Stelle zu stehen. Das ist schon schwierig genug. Ja, also es fordert wirklich viel koordinative Fähigkeiten. Ja, auch, ne? Klar. Also der Körperspannung, also Körperspannung. Hinten verlagert, weil er nach hinten fährt, oder? Ja, genau. Das ist der Schwerpunkt ein bisschen zu weit hin. Ja. Okay. Jetzt ein bisschen links, Vorsicht. Links. Jawohl. Okay, aber man kommt rein. Ja, das läuft, sieht schon deutlich besser aus. So, genau. Jetzt machen wir das nächste Mal drehen. Drehen macht man, indem die eine Ferse hochhebt. Eine hoch, okay. Ja, genau. Genau. Das geht dann auch in die andere. Und wenn man gleichzeitig noch den anderen Ball hochdreht, dreht man sich besonders schnell. Okay, das machen wir jetzt nicht. Okay. So, wie schnell geht das eigentlich dann, wenn ich jetzt voll fahren würde? 10 Stundenkilometer. 10 Stundenkilometer. Also keine 16. Und es soll mir verhelfen, irgendwann mich in der Straße damit zu bewegen, oder? Ja, und dabei cool zu sein. Ja, logisch. Also bewegen schaffe ich cool noch. Ja, doch, cool. Das sieht schon, also wenn ich mir das cool überlege. Cool fehlt noch ein bisschen. Nein, das geht schon absolut in die richtige Richtung. Okay, wie steigt man ab? Genau. Also man darf nicht fahren dabei, also stehen und dann einfach einen Fuß auf die Seite kippen. Ja. Ja. Gut, man kann auch wie auf die Seite kippen. Also schau mal so. Okay. Ja, dann schaltet er sich aus. Also die Reise geht zu diesem Design. Mit dem wollen wir im Sommer auf den Markt kommen. Der sieht aber wirklich spacig aus schon. Ja, der ist jetzt richtig, richtig hübsch geworden. Was ist das? Das ist der Griff zum Tragen. Zum Tragen einfach. Ja. Genau. Und das Ergebnis, ich soll mich mit dem in einer normalen Umgebung, Straße, Einkaufszentrum bewegen. Ja, für die letzte Meile aus. Und der ist auch überall erlaubt, oder wie ist das? Ja, erlaubt jetzt noch nicht. Also er hat noch keine Straßen, sondern es gibt ja nicht mal eine Typklasse, in der man sich da zertifizieren könnte. Wir hoffen, dass das irgendwann nächstes Jahr der Fall sein wird. Wie schwer ist da der Weg so als Startup? Auch mit so einem doch vielleicht gefährlichen Gerät? Ja, wie schwer hat man es da? Ja gut, man weiß ja am Anfang nicht. Also bei uns ist es wahnsinnig glücklich gelaufen. Die Spielwarenmesse hat uns die Aufmerksamkeit gekriegt, die TV-Show hat uns die Investoren gebracht und auch damit auf sehr viel Know-how. Also wir sind wirklich happy, dass es so gut gelaufen ist, hätte ich auch nicht gedacht. Also wir werden sehen, wie der Markt den E-Ball dann im Sommer annimmt. Na, das ist eigentlich die wichtigste Sache. Mögen die Leute das Produkt und sind sie da bereit, dafür 1.000 Euro auszugeben? 1.000 Euro? Ja, in der Größenordnung wird es landen. Ja. Fahre ich nächstes Jahr auf den? Ich gehe davon aus. Ich würde mich sehr freuen. Alles klar. Dankeschön. Tschüss.